Liebe Erlangerinnen, liebe Erlanger, auch heute kurzes Update zum Thema Corona. Zunächst die Situation, und das nehmen Sie ja auch wahr, nicht nur in Erlangen, sondern auch deutschlandweit, die wird wieder ein kleines bisschen ernster. Die Inzidenzzahlen steigen, sind vor allem die Personen, die nach wie vor nicht geimpft sind, unter denen die Infektion jetzt sich weiter ausbreitet. Und deshalb meine ganz große Bitte, weiterhin sich impfen lassen, überall dort, wo Sie noch Kontakt haben zu Personen, die motivieren, weil die Quote müssen wir jetzt noch weiter steigern und auch die Letzten noch überzeugen, damit ja, wir dem jetzt schon ein bisschen bedenklichen Trend, damit wir dem auch entsprechend was entgegensetzen können. Noch ein zweites Thema an der Stelle, das mir wichtig ist und woran man sieht, dass die Situation so ein bisschen schwieriger wird, das ist die Situation in den Arztpraxen. Nicht nur wegen Corona, sondern auch insgesamt wegen den ganz normalen Krankheiten, die es dort gibt, ist die Lage da schon angespannt. Also es ist nicht so leicht, spontan einen Termin zu kriegen. Und meine Bitte an der Stelle, um an einer Stelle vorzubeugen, lassen Sie sich auch gegen Grippe impfen. Die Impfung ist jetzt verfügbar, die Saison steht vor der Tür und das hilft einfach, wenn man dann erkrankt, ja, dass es nicht so schlimm wird, dass man weniger zum Arzt muss oder dass man sich sogar ganz davor schützt. Also nicht nur Corona impfen, sondern im Moment auf jeden Fall auch Grippe impfen. Jetzt noch ein ganz anderes Thema, aber weil ich viel angesprochen werde, klicken Sie doch mal auf unsere Homepage vorbei, auf erlangen.de. Da finden Sie jetzt ganz aktuell Informationen von uns zu den Fahrradstraßen. Das ist Ihnen wahrscheinlich schon aufgefallen. Wir haben an mehreren Stellen in der Stadt, die jetzt richtig gut markiert, rot markiert, und da gelten ganz bestimmte Verkehrsregeln, ganz platt gesagt. Das ist so ein bisschen der rote Teppich für alle Radlerinnen und Radler. Aber was dort genau gilt und worauf Sie vor allem auch als Autofahrer achten müssen, das können Sie dort nachlesen. Hat auch was damit zu tun, dass alle gesund bleiben. In dem Sinne, bleiben Sie weiter gesund und alles Gute.